Hey Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed Odyssey. Die letzte Folge ist schon eine Woche her, circa, denn ich war eine Zeit erkältet und konnte nicht aufnehmen, da ich erstens keine Stimme hatte und zweitens dann sehr verschleimt war. Deswegen konnte ich dann absolut nichts mehr aufnehmen, musste erstmal pausieren. Vorhin kam die erste Folge Red Dead Redemption 2, das könnt ihr euch auch gerne ansehen, das würde mich sehr, sehr freuen. Und wir hatten ja hier in Odyssey Kefalenia verlassen mit Barnabas und waren aufgebrochen und hatten dann, glaube ich, zum Ende hier unseren ersten rekrutiert auf dieser Insel und wollen nun weiterziehen. Aber wir schauen mal, wohin. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Genau. Schauen wir mal bei der Quest vorbei. Okay. Nach Megaris, genau, so war das. Megaris war da vorne. Okay, dann wollen wir einfach mal losziehen. In unserer Mannschaft. Ja, genau. Und dann Reisegeschwindigkeit, Attacke. Oh nein. Wir werden angegriffen, oder was? Alles klar. An die Bögen, Leute. Greifen erstmal die linke Flanke an. Ich denke, das ist am besten, wenn wir nicht einfach durch die Mitte fahren. Ja, echt mal. Pfeile bereit. Treffe ich die denn schon? Ich kann's. Hä, wird das nicht normalerweise rot? Okay, ich muss einfach so zielen, oder was? Oh, oh. Die rammen uns. Ja. Attacke. Na komm, wir greifen die schon. Jawohl. Die sind kaperbar und da kommt schon das nächste, das Hauptschiff. Los. Ich muss sagen, ich kenne die Steuerung gar nicht mehr. Ich muss erstmal schauen, wie ich jetzt... Wow, da kommt das dritte auch schon. Wie ich hier zurechtkomme. Ah, wir schaffen das. Oh, das war nix. Scheiße. Ich will mal gucken, dass ich alle kapern kann. Dann kriegen wir, glaube ich, Ressourcen und... in Deckung gehen. Das war nicht gut. Okay, ich muss mal ein bisschen besser hier agieren. So, das hat gesessen. Wunderschön. Und noch eine Salve. Und die sind auch down. Okay, nur noch das Hauptschiff. Dann haben wir alle. Wir wollen natürlich aber erstmal alle kapern. Müssen wir ja auch, damit es abschließbar ist. Okay. Das hat gesessen, aber nur minimal. Nicht gut genug. Wir müssen mehr da reinballern. Das war schon ein bisschen besser. Und da kommen die... Gegensalve. Oh, die haben ganz schön viel Leben hier. Also die ist schon ein bisschen größer. Los. Wir müssen an den Schwachpunkt. Den Schwachpunkt müssen wir treffen. Nein, dran vorbei. Kann doch nicht sein. Und in Deckung gehen vielleicht mal. Ah, das war kein guter Schuss. Wir müssen mal eine richtige Breitseite da reinballern. Komm. Jawohl. Komm schon. Noch einmal, dann sind sie down. Jawohl. Sehr schön. Dann wollen wir sie mal kapern, liebe Leute. Na komm her. Wir zerbersten euch. Alles klar. Komm her. Wir müssen da rüber. Und komm schon. Ich besiege euch alle alleine. Ach stimmt, ich habe hier den... Oh. Upsi. So, jetzt mal hier den Spartaner-Tritt. Bumm. Ins Gesicht. Vielleicht nicht so... Okay, der ist... Ja, okay. Guten Hunger, liebe Haie. Der ist weg. Ich musste eventuell wieder mal auf eine... auf ein Schwert umsteigen, denn damit spiele ich ehrlich gesagt lieber, als mit so schweren Waffen. Ey, der schubst mich... Oh, danke. Der hat mich gerettet. Ey, der hat meinen... Der hat meinen Typ vernichtet. So, jetzt kriegt der aber irgendwie einen Tritt ab hier. Boom. Oh. Okay, das hätten wir geschafft. Und wir bekommen einen Helm, Kriegsmaske. Und was haben wir hier noch? Noch eine Truhe. Banditenbeinschienen, okay. Dann gehen wir mal rüber. Und hier ist Nummer 2. Es sind 4 Leute, die schaffen wir schon relativ easy, denke ich mal. Attacke. Boom.
Boom. Und der nächste kriegt meinen Tritt ab. Komm schon. Buff. Der ist weg. Perfekt. Der kriegt noch eine Salve ab. Und der auch. Perfekt. Wow. Ah, der hängt unten noch am Boot. Der kommt wieder hoch. Lol. Na los, komm. Er schwimmt da, okay. Komm, Haie, ihr müsst ihn noch... Er kriegt von oben den Pfeil ins Gesicht. Armer Kerl, tut mir leid. Okay, das war Nummer 2. Der hat nur, haben nur eine Truhe an Bord. Und da fehlt nur noch das dritte Schiff. Das werden wir auch noch kapern. Dann wollen wir das dritte auch mal kapern. Und dann hätten wir, glaube ich, auch die ganze Flotte schon besiegt. Ich denke mal, dann können wir weiterziehen. War ja recht einfach eigentlich. Lief doch ganz gut. Bis dato. Aber vielleicht kommt ja noch was anderes. Man weiß es nicht. Oh. Finde ich aber cool, dass die alle Namen haben, die Kämpfer. Und ich glaube, man kann die auch... Kann man die ja noch rekrutieren, die gegnerischen? Ich glaube schon, ne? Okay. Dann plündern wir das hier noch. Fleischwolf. Oh. Guter Name für eine Waffe, oder? Das ist eindrucksvoll. Aber okay, ich denke, das war's. Wir gehen rüber und haben damit alle Schiffe besiegt. Na, geh doch runter. Genau. Okay, wir sollen mit Nikolaus sprechen, unserem Vater, den wir selber umbringen sollen. Das ist eine gute Voraussetzung, oder? Hier ist der Hafen von Megaris, Leute. Wir sind da. Die Blauen sind Athena, denke ich mal. Ja. Und das ist Nikolaus, gehe ich mal von aus. Nee, doch nicht. Das ist Nikolaus. Boah. Ja, ein bisschen langsam, Kollege. Die arme Athena. Seht, wie der Athena-Hund Perikles euch fürchtet. Er verkriecht sich in seinem Parthenon, umringt von Dichtern und Denkern. Er wagt keinen ehrenvollen Kampf auf dem Schlachtfeld. Er fürchtet sich vor euch. Er weiß, Athens Tage in Megaris sind gezählt. Und er weiß, Athen ist als nächstes dran. Ahu. Ach so, wir laufen einfach hin oder was? Alles klar. Nie im Leben kommen wir da einfach so anspaziert. Das geht doch gar nicht. Du hast die Blockade der Athena durchbrochen? Ja. Kein Thema. Sie war mir im Weg. Sparta schuldet dir Dank. Tyche hat dich gesegnet, Fremder. Du kommst gerade rechtzeitig, um dem glorreichen Sieg meines Paters beizuwohnen. Nikolaus, Kinder sind tot, sage ich. Erstmal, ich will noch nicht sagen, dass wir sein Bruder oder sein Sohn sind. Erstmal das. Du kannst nicht sein Sohn sein. Man sagt, seine Kinder seien vor Jahren an Sparta gestorben. Er nahm mich in seinem Haus auf, nachdem seine frühere Familie ihn enttäuscht hatte. Ich würde ihn niemals so entehren. Manchmal geschehen Dinge auf eine Weise, die wir nicht planen oder erwarten. Die Geschichte hat eben ein seltsames Gedächtnis. Du redest, als wärst du dabei gewesen. Vielleicht war ich das. Unsinn, du bist zu jung, um das erlebt zu haben. Genug von der Vergangenheit. Reden wir über die Zukunft. Warum segelt ein Söldner in einen Krieg, für den er nicht bezahlt wird? Sag mir, warum du wirklich hier bist, bevor ich die Geduld verliere und dich niederstrecke. Chill mal, Bruder, chill mal. Ich will den Wolf treffen, ich kam zufällig vorbei. Ich will meine Dienste anbieten. Wollen wir uns da einschleimen und den dann umbringen? Sag ich mal. Es wäre mir eine Ehre, Sparta zu dienen. Ich bin hier, um dem Wolf von Sparta mein Schwert anzubieten. Wenn du meinem Pater deine Dienste anbieten willst, kannst du das, indem du mir hilfst.
Flotte mag zerstört worden sein, aber Megaris befindet sich unter athenischer Kontrolle. Wir müssen sie schwächen, wenn wir sie auf dem Feld schlagen und nach Athen zurückdrängen wollen. Okay. Wir fragen mal, was er über seinen Vater sagen kann, über seinen Ziehvater. Dein Vater, wer ist er genau? Nikolaos, der Wolf von Sparta. Er war von meinen Fähigkeiten als Junge beeindruckt und nahm sich meiner an. Er trainierte mich und holte mich schließlich in sein Haus. Er ist mein Vater und Mentor. Ich lebe, um ihm Ehre zu machen. Du hast doch sicher von ihm gehört. Ganz zufällig. Bisher nur Gerüchte. Die werden ihm wohl kaum gerecht. Er ist der größte Krieger und der beste Feldherr. Ich würde ihm bis an die Tore der Unterwelt folgen. Aber er ist ein Scheißvater. Auf jeden Fall. Und wie läuft der Krieg zurzeit? Die Athena-Blockade war der verzweifelte Versuch, unseren Vormarsch nach Megaris zu stoppen. Jetzt vertreiben wir sie ein für alle Mal aus der Region. Die Späher haben die wichtigsten Ziele in Vorbereitung auf den Angriff ausfindig gemacht. Unter dem Befehl des Wolfs werden wir siegreich sein. Warum brauchst du dafür einen Söldner? Du verfügst über eine Vielzahl an eigenen Soldaten. Es ist keine Frage der Anzahl. Megaris zählt zu unseren Verbündeten. Wir setzen keine Truppen ein, bis der Sieg sicher ist. Meine Späher haben die Ziele bereits ausfindig gemacht. Okay, ich bin bereit. Ich bin bereit zu dienen. Gemeinsam werden wir Sparta zum Sieg führen. Du bist kein gewöhnlicher Söldner, oder? Genauso jemanden brauchen wir, um diesen Söldner der Athener auszuschalten. Wenn wir ihren Anführer herauslocken und töten können, schlagen wir die Athener auf dem Schlachtfeld und treiben ihre Truppen zurück nach Athen. Wenn wir ihre Vorräte zerstören, ihre Kriegskasse stehlen und ihre besten Männer ausschalten, ist er angreifbar. Nimm das und zeige es meinen Spähern. Solltest du sie auf dem Feld entdecken, geben sie dir vielleicht neue Informationen. Vielleicht brauchen sie auch deine Unterstützung. Nun gut, was können wir noch sagen? Wir gehen einfach mal los. Denk dran, auch jeder getötete Athena-Soldat bringt uns unserem Sieg ein Stück näher. Und sobald ich Athen vor Sparta in die Knie gezwungen habe, lässt du mich zu Nikolaos. Sonst bist du der Nächste. Schick diese athenischen Hunde in den Hades. Wenn du das schaffst, wird der Wolf höchstpersönlich für eine angemessene Belohnung sorgen. Okay. Na super. Wir wollen unseren Vater töten und müssen dazu erstmal die Athener vernichten. Oder jedenfalls die, die hier in Megaris das Sagen haben. Okay, das könnte eventuell ganz knifflig werden. Staatsstärke. Die effektivste Art, die Stärke eines Staates zu schwächen, besteht darin, seinen Staatsführer zu töten. Er ist immer erreichbar, aber solange die Staatsstärke hoch ist, wird er gut beschützt. Verringere die Staatsstärke und schwäche seine Verteidigung, indem du Soldaten der vorherrschenden Fraktion tötest, Kriegsvorräte verbrennst oder den Staatsschatz plünderst. Und das alles wollen wir heute tun. Oder jedenfalls anfangen, mal schauen, wie es klappt. Ne? Da müssen wir hin. Proviantenkontrolle. Oder Proviantkontrolle vielmehr. Da geht es hin. Und die Spartaner haben sich hier an der Küste. Wenn ich in die Nähe des Wolfs kommen will, muss ich Stentor helfen, die Athener zu besiegen. Ja. Ich sollte keine Zeit verschwenden. Ne, machen wir auch nicht. Aber bevor wir losgehen, rüste ich gerade mal ein Schwert aus, mit dem wir schneller schlagen können. Das gefällt mir mehr als so eine schwere Waffe. Wir haben momentan das hier. Ist okay, können wir ausrüsten. So. Alles klar. Ach so, das ist so ein Doppelschwert hier. Ah, okay. Naja, probieren wir mal, ob wir damit klarkommen. Könnte einer von Stentors Kundschaftern sein. Ich weiß nicht, als hätte er Probleme. Aus, der dafür mitverantwortlich okay, was hat er denn hier? Oh. Was ist hier passiert? Was kümmert dich das, Söldner? Hast du etwas damit zu tun? Ich komme, um zu helfen. Ich weiß, was ich tue. Und ich bin ein Freund. Was willst du damit sagen? In diesem Fall wäre ich sicher schlau genug gewesen, die Beweise zu vernichten. Verstehe. Wer das auch getan hat, war schamlos und dumm. Hier fällt so etwas doch sofort auf. Oder er wollte eine Botschaft senden. Stentor schickt mich.
Ich bin hier, um zu helfen, wo ich kann. Stentor schickt dich? Ja. Megaris steht nicht unter Spartas Kontrolle. Noch nicht. Für mich ist es einfacher, mich in bestimmten Regionen zu bewegen, als für Spartiaten. Die Athener haben sich als widerstandsfähiger erwiesen, als wir dachten. Aber sie werden vor Auf Sparta... Auf die Knie gehen, ja. Ich kenne die großen Reden. Aber bis dieser glorreiche Tag kommt, sollten wir herausfinden, was hier passiert ist. Hast du eine Vermutung? Noch nicht. Aber bald. Okay, Inspektor Alexios untersucht. Um herauszufinden, was hier geschehen ist. Ja. Das mag ich immer. Das waren Berufssoldaten. Abgeschlachtet bis auf den letzten Mann. Okay. Das kann nicht das Werk von Banditen sein. Ich glaube auch nicht. Die würden nie im Leben hier die Spartiaten angreifen in ihrer Basis. Das macht keinen Sinn. Okay, wir beklauen sie auch noch dabei. Vor seinen Augen ist auch nicht schlecht. Die Vorräte sind weg. Weit können sie aber nicht sein. Dann hätten sie die Karren nehmen müssen. Und da haben wir auch noch was. Was ist das? Eine Vase? Sieht aus, als wären sie in den Wald gegangen. Ach so. Ich glaube nicht, dass ich noch mehr finde. Okay. Ich sollte zurück. Zurück zu ihm? Okay. Ups. Und waren es die Athener? Ich habe Spuren von grünem Kristall gefunden. Dann also Banditen. In den Bergen gibt es zahllose Höhlen und seit Kriegsausbruch werden sie immer dreister. Mein Bauchgefühl? Nichts davon ergibt einen Sinn. Inwiefern? Es gibt keine Leichen. Zumindest keiner der Angreifer. Athener hätten die Karren und ihre Toten mitgenommen. Banditen hätten die Leichen ihrer Freunde zurückgelassen. Wer war es dann? Ich bin nicht sicher. Wer immer das war, lief in den Wald. Deshalb werde ich dort anfangen. Es ist Bigfoot. Wir wussten es. Okay, wir gucken mal mit Ikaros. Da hinten sollen wir irgendwo hin. Moment. Da war es doch eben. Da sind sie. Okay. Wie kommen wir denn da rein? Wo ist der Höhleneingang? Hier wird irgendwo Essen gekocht. Wen haben wir denn da? Und wer ist hier? Hallo Leute? Jemand da? Ist das ein privates Treffen? Oder kann jeder mitmachen? Was? Was willst du? Bitte, bitte geh einfach. Also, ich bin der Spur der getöteten Spartiaten und der gestohlenen Waren gefolgt. Bis zu euch und den Vorräten. Gut versteckt in einer Höhle. Wir nahmen nur das Essen. Wir haben keinem etwas getan. Wir wollen die nicht töten, das sind ja nur Zivilisten. Wir sprechen nur mit denen. Ihr sagt mir lieber, warum ich euch nicht einfach töten und die Waren zurückbringen sollte. Bitte, ich sag dir alles, was du wissen willst. Okay, dann, wer seid ihr? Ihr seid die erbärmlichsten Diebe, die ich je gesehen habe. Bei den Göttern, nein! Wir sind Bürger von Megara. Bitte, hab Gnade. Dieser Krieg hat uns doch bereits schon so schwer getroffen. Wie die Gnade, die ihr mit den Spartiaten hattet? Wir nahmen nur etwas Essen. Hyrkanos sagte, wir sollen es nehmen. Er sagte, er würde uns helfen. Hyrkanos? Ja, der Söldner. Er sagte, er würde uns mit Nahrung versorgen. Er sagte, Athena ließen ihr Volk nie hungern. Erklärt euch. Spartiaten sollte man nicht verärgern. Bitte. Wir sind keine Diebe. Das ist unser Essen, unser Getreide. Sie haben es uns weggenommen. Alles. Unsere Kinder verhungern. Ihr zahlt Diebstahl mit Mord heim? Eine schöne Lektion für eure Kinder. Mord? Nein. Bitte. Wir haben doch niemandem etwas getan. Ja, hast du schon gesagt. Er sagte uns, wo das Essen zu finden sei. Da waren schon alle tot. Wissen wir ja. Genug. Ich bin nicht hier, um zu diskutieren. Die Zeit der Worte ist vorbei. Ich bin hier, die Schuldigen dieses Verbrechens gegen Sparta zu finden. Wir regeln das friedlich, natürlich. Zur Seite. Heute muss niemand sterben. Ich bringe die Vorräte zurück zu den Spartiaten. Aber dafür wirst du uns töten müssen. Seid nicht dumm. Nehmt euch Essen mit, genug zum Überleben. Ich sage einfach, ihr wärt tot und mehr sei nicht übrig geblieben. Das wird sie zufriedenstellen.
Aber wir brauchen alles. Was ist mit unseren Familien? Eure Familien hätten gar nichts von eurem Tod. Nehmt mein Angebot an und hört auf zu stehlen. Das nächste Mal werde nämlich nicht ich kommen. Ja, Söldner. Hab Dank. Es tut mir ja leid, Leute. Heilung. Nehmt, was ihr tragen könnt und lauft. Ja, los, beeilt euch, faulen Säcke. Hey, ihr solltet nicht einfach rausgehen. Ich beklaue euch mal hier, okay? Ein paar Drachmen. Was geht da hinten noch ab? Wir gucken da gleich mal. Okay. Ich hätte ja gerne das Essen einfach so hier behalten, aber irgendwie ging das leider nicht. Wir müssen ja die Spartiaten irgendwie zufriedenstellen. Und hier oben ist noch ein bisschen Eisen. Ja, perfekt. Oh, cool. Hier mit dem Netz zum Pennen. Ist ja perfekt. Ist ja mega chillig. So, hier ist auch noch ein bisschen Eisen. Okay, dann gehen wir mal weiter. Wir haben das schon mal erledigt mit dem. Zum Glück haben sie nicht versucht zu kämpfen. Ich bin heute nicht in Stimmung, hungernde Zivilisten zu töten. Nee, das machen wir auch nicht. Sowas ist doch eklig. Und hier hinten, was ist da noch? Okay, hier ist der Schatz. Da wollen wir heute nochmal hin. Damit schwächen wir ja den Staat von Athen. Und dazu sind wir ja hier. Okay, dann wollen wir mal. Da oben ist ein Leuchtfeuer, das müssen wir schon mal ausschalten am besten. Die Festung ihrer Nähe. Beeindruckend. Sicherlich bewahren die Athener hier ihre Kriegskasse auf. Ja, bestimmt. Ich sollte Ikaros einsetzen, um ihr zu helfen. Ja, machen wir. Wir haben schon alles erledigt. Alles gut. Oh, ja genau, schön drüber geschossen. Alles klar. Das kann doch wohl nicht wahr sein, dass ich den gerade nicht getroffen habe. So, komm her. Buff. Okay, Glück gehabt. Boah, das war echt ein blöder Start. Meine Güte. Das hätte nicht sein müssen. Da vorne ist der Nächste. Treffe ich den da durch? Nee, geht nicht. Ich gucke mal, dass ich den zu Fuß erwische. Aber vorher können wir hier nochmal gucken. Bisschen plündern. Oh, hier sind sehr viele Sachen. Alter. Okay, bekommen wir den da vorne? Ich hoffe es. Du alter Athener, du. Am besten erstmal die ganzen Grundmauern oder die Außenmauern lichten. Und dann können wir weiter nach innen vorstoßen. Da kommt gerade die Wache. Wo geht der hin? Ich hoffe, der geht rein. Nee, geht gar nicht. Da ist gar kein Durchgang. Okay, wir holen ihn hier. Na los. Alles klar, den hätten wir. Ich mach den mal hier, ich lock den mal an. Ja, von mir sogar. Komm mal rein, Kollege, komm mal rein. Und tschüss. Perfekto. Einer weniger. Und hier ist der Anführer, der... Oh, der hat sehr viel AP, oh oh. Cadmos heißt der, okay. Hey Cadmos, willst du meinen Tritt... Oh, ich drehe den da voll vor die Säule. Alter Schwede, hat der den abgekriegt. Junge, der kassiert aber richtig. Oh, jetzt kassiere ich auch. Aber jetzt kassiert mein Tritt wieder. Boom. Diese beiden Klingen sind cool. Wir sind ziemlich schnell. Na komm her. Komm doch her. Tja, Pech gehabt, ne? Und den Spartaner-Tritt. Oh, das war gut, dass wir den noch... Boof. Der hat ganz schön viel AP. Alter Schwede, komm schon. Wir müssen ihn besiegen. Cadmos, du alter Hund. Du bist Level 8. Oh, gut ausgewichen. Das war perfekt. Komm her. Buff. Er hat nicht mehr viel. Komm schon. Nein. Nö, stimmt. Mit dir nicht mehr. Da vorne steht einer, der hat es nicht gepeilt. Oh, krass. Was für ein Blödmann hier, der Kerle. Okay, das lief gut. Den haben wir schon ordentlich zugesetzt. Und hier ist der Schatz. Also einer. Von 5. Ach du Scheiße, 5 Stück. Das haben wir ein großes Lager, wenn hier 5 Schätze sind. Ich will da runter durch. Ich glaube, wir können uns den hier nehmen, oder? Ne, der hat noch... Hä?
Der lebt noch. Shit. Haben die so viel AP? Der ist auch Level 8. Scheiße. Oh. Ich wollte eigentlich hier sneaky durchgehen. Aber habe ich nicht geschafft. Mit so viel AP. Wir müssen auf jeden Fall noch das Attentat noch ein bisschen leveln. Aua. Ich wollte gerade ausweichen. Fuck it. Komm her. Ach Manu, ich hab doch gerade gedrückt. Verdammte Scheiße. Shit. Das ist natürlich jetzt doof gelaufen, Leute. Wir machen das, denke ich mal, in der nächsten Folge mit einem neuen Versuch. Sonst wird das wieder zu lang heute. Ja. Irgendwie doof gelaufen, dass die uns so schnell dann gekillt haben. Die sind Level 8. Wir sind zwar auch Level 8, aber die sind schon relativ stark. Habe ich das Gefühl, die haben uns sehr schnell down gekriegt. Aber naja. Wir machen das in der nächsten Folge weiter. Und ich bedanke mich damit fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann, Leute. Ciao.